Willkommen zum Eurolager 2018. Dieses Jahr ist ein spezielles Jahr, denn wir feiern 40-jähriges Jubiläum. Südtirol, Schweiz, Deutschland und Liechtenstein kommen dieses Jahr zusammen und feiern eben das Happy Birthday von Eurolager. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear Eurolager! Happy Birthday! Wir schlafen in Zelten, es wird gegessen, gelacht, geweint, gespielt, gebastelt und alles Mögliche. Wir haben viele tolle Programmpunkte dieses Jahr, wie zum Beispiel der Zauberfuzzi, eine coole Disco, wir haben einen DJ engagiert, einen Fotokasten und wie ihr im Hintergrund seht, gibt es verschiedene Zeltgruppen, die wieder selber ein Motto haben und es wird auch immer wieder ein Gruppenbild gemacht. Ich glaube, die lachenden Gesichter sagen alles. Es macht ganz viel Spaß, am Eurolager mit dabei zu sein. Das Eurolager ist ein Lager für Menschen mit Beeinträchtigung, von verschiedenen Ländern teilnehmen. Und jetzt stelle ich gerade unseren Teilnehmern ein paar Fragen. Ich bin schon, glaube ich, schon 8 Jahre dabei. Okay. Im Eurolager und das macht mir jedes Jahr Spass. Was ist so dein Highlight im Eurolager? Dass wir wieder alle zusammenkommen, die man kennt. Dass man die wieder sieht. Und dass man das Highlight ist, dass man eben immer draußen ist und auch draußen schlafen. Cool. Danke, Herbert. Ja, mir hat es gut gefallen. Ich bin der Beste Katrin Hurt, habe ich an. Dass ich mit anderen Leuten zusammen bin und im Zelt und so, das gefällt mir und ja, und ich bin richtig stolz auf mich und auf andere Leute und ja. Und ich bin am Freitag gern gekommen und ich bin gern ins Eurolager, ja, es gefällt mir. Und mir gefällt es da. Ich bin das dritte Mal so. Also, Manfred, willkommen da am Eurolager. Das ist immer ein schönes Lager, da kommt man eben immer zusammen und so. Tut gemeinsam Zeit verbringen und hat man es schön miteinander. Der Zusammenhang ist auch gross, wo in der Öffentlichkeit nicht immer der Fall ist. Was ist in diesem Jahr speziell, Manfred? Ja, das ist eben 40-jährig, das ist etwas Extras, ja. Und das Highlight ist eben zusammen sein und miteinander essen und gesund haben, miteinander schön. Und das Wichtigste ist, dass man als unfallfrei abläuft und alle gesund wieder können und das nächste Jahr wieder sehen. So wie die alten Kollegen oder auch die neuen, die kommen. Und wenn es mir klein geht, gehe ich auch und so. Was ist das Motto? Ich bin auch bei den Partykracher wie der Herbert. Gemeinschaft leben, Grenzen überwinden. Ah, okay. Let's have a party. Let's have a party. Und vielen Dank auch für die Arbeit, die immer alle Leute haben. Und es ist nicht immer selbstverständlich, dass man so viel Arbeit aufbürdet, um anderen Leuten Freude machen. Finde ich schön, ja. Und das wäre es eigentlich, ja. Dankeschön und alles Gute und gesund bleiben. Wiederhören. Das Spezielle im Eurolager ist, dass es immer verschiedene Zeltgruppen gibt. Und in jeder Zeltgruppe befinden sich etwa 20 Personen mit und ohne Beeinträchtigung. Und die basteln und spielen immer etwas nach ihrem Motto. Also wir haben es das Jahr sehr gut getroffen mit dem Wetter. Es hat bis jetzt nur einmal kurz geschifft. Das finde ich gut. Es war zwar in der zweiten Nacht ein bisschen kalt im Zelt. Für mich ist es diesmal eine neue Erfahrung gewesen, weil ich durfte auf Zara aufpassen und bin ich zum Teil schon an meine Grenzen gekommen.
Aber es ist eine sehr gute Lernerfahrung. Eure Lager ist cool, weil man sieht, wie Behinderte halt auch was können. Und man kann ihnen auch helfen, wenn man will. Und eure Lager ist auch nicht nur für die Behinderte da und auch für die anderen. Und man macht halt viel zusammen, man spielt viel zusammen. Man kann auch mal sehen, wie die anderen so mit umgehen, wenn man zum Beispiel, wenn wir mal so Sachen können, die die anderen vielleicht nicht können. Und man kann mit den Behinderten spielen, sie können das alles. Sie lernen viel. Kannst du auch schon etwas sagen? Zimmer. Sag mal. Das Lager für alle. Das. Ja. Du hast für alle. Wir wollen Grenzen überwinden, zusammenspielen und Spaß haben. Und wie ihr im Hintergrund seht, wir schlafen in Zelten. Es findet jedes Jahr an Pfingsten statt. Und von Freitagabend bis Montagmittag gibt es Rambazamba bei uns. Übergang. Die größte Freude am Eurolager ist bestimmt die lachenden Gesichter. Denn die Teilnehmer sind von morgens bis abends, okay, morgens vielleicht noch ein bisschen verschlafen, glücklich, aber sie sind vom Anfang bis zum Schluss glücklich, dabei zu sein. Und diese Freude in den Gesichtern der Menschen zu sehen, das macht am meisten Spaß. Wir sind viel am Basteln, viel am Spielen, haben Spaß da und sind gute Vibrations und ein guter Zusammenhalt. Sali, wir sind hier gerade im Eurolager in der Reihe am Warten für das Mittag. Heute gibt es Herdöpfelbüre mit Rinds, Geschnetzelt und Boots. Ja, ich freue mich aufs Essen. Was meinst du dazu, Sarah? Mhm. Okay, nicht ganz viel, aber es ist gute Stimmung. Es fängt gleich mal an schiffen, also ich spüre schon ein paar Tröpfchen. Aber es ist nicht allzu schlimm, wir haben Trägerschirm und Trägerjacke eingepackt. Und jetzt zurück ins Studio.